Okay, also die Unterschiede der Form des Hodens und des Nebenhodens. Beim Hund haben wir einen mehr kugeligen Hoden. Beim Schwein haben wir einen sehr großen Nebenhoden, jetzt im Vergleich zum Hoden. Der Hoden ist oval und die Cauda epididymidis ist so kolbig. Genau, und der Samenstrang, der geht eben nicht senkrecht nach oben, sondern eher in so einem Winkel. Und dann beim Rind. Beim Rind ist der Hoden, die Form ist gestreckt, oval. Der Hoden steht fast senkrecht. Dadurch zeigt eben der Samenstrang, geht eben senkrecht nach oben ab. Das Carput, epididymidis, legt sich so bogenförmig auf. Und die Cauda ist kolbenartig. Genau, da unten so kolbig. Beim kleinen Wiederkäuer sieht der Hoden also relativ ähnlich aus. Der ist nur eher gedrungen, oval. Da legt sich auch das Carput epididymidis so bogenförmig auf. Und auch die Cauda ist wieder so kolbig. Und als letztes das Pferd. Beim Pferd ist der Hoden gedrungen oval. Der liegt fast horizontal im Hodensack. Dementsprechend geht auch der Samenstrang nicht senkrecht nach oben, sondern wieder in einem Winkel. Und die Cauda zeigt kolbig und eben nach caudal. Und man kann den Nebenhodenkopf relativ gut abklappen. War das der Kopf? Ah, nee, ich hab's verwechselt. Anscheinend ist der Schwanz. Ja.